Hallo meine lieben Freunde und ein ganz, ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Kolosseum. Wir haben ja letztes Mal aufgehört und gehen nun den Gang der Gänge weiter, um unser Schicksal zu erfüllen. Oh, ein weiterer Trainer stellt uns in den Weg. Wenn ich euch jetzt schlage, wird Dr. Queen mich bestimmt belohnen. Ja, dieser Dr. Queen, ey, dieser schmierige Typ. Keine Ahnung, warum die den alle so da vergöttern. Mein Gott, ey, die sollen sich echt mal, was weiß ich, Mickey Mouse zum Vorbild nehmen, aber nicht diesen komischen Clown Dr. Queen. Also ehrlich, komisch, oder? Manche Leute haben Vorbilder. So, was nehmen wir denn hier? Rasierblatt, Body Slam, am besten Body Slam. Auf Loturzel. Und Konfusion auf Loturzel. Ja, das sollte eigentlich gut ausgehen. Und da ist es auch schon fast down. Ja, mein Psyana haut ganz schön rein. Ist auch neben meinem Nachtara mein stärkstes Pokémon. So, tschüss. Danke dir für deinen Gastauftritt. Kann man ja nur Gastauftritt nennen. Kein Krypto-Pokémon, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Denn ich wollte ja eigentlich, naja, was fangen, ne? Body Slam, Konfusion auf. Was war das? Bummels? Ja, Bummels. Ist ja das faule Faultier-Pokémon. Schlaf du mal schön weiter, während wir dich angreifen. Ist gar kein Thema, mein Freund. Guten Schlaf wünsche ich. Zurück in dein Pokéball. Und das liebe Flumel, da verfahren wir jetzt genauso. Body Slam und Konfusion. Sag auch gute Nacht, Konfusion Psyana. Yes. So. Da es keine Chance hat, irgendwas zu tun, ist es down. Yeah. Und tschüss. Ich hab dich auch lieb. Schade, dass ich dich nicht fangen durfte. Tja, egal. Wir fangen nur Krypto-Pokémon. Von wegen Belohnung bestrafen wird man mich. Aber so richtig hart, hä? Mit der Route. So. Ich werde ganz einfach so tun, als wären wir uns nie begegnet. Was bist du denn für einer? Was ist denn hier? Ein Hyperheiler. Okay. Ein Hyperheiler, na toll, mehr ist hier nicht. Arschoffen? Wofür habe ich mich denn hier durchgekämpft? Was für ein Käse. Da kamen wir her, das heißt, wir müssen hier runter. Okay. Was ist hier? Hier ist wohl keine Brücke, ne? Dann gucken wir mal, was hier ist. Auch nix. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ich kenn's halt auch nicht mehr. Oh. Hallihallo und willkommen an diesem Ort. Ich sag auch immer Hallihallo. Immer. Natura, musst du mir da meinen Spruch klauen oder was? Dumse und Voltilam. Okay. Einmal Elektro und einmal, glaube ich, Wassertyp oder Normaltyp oder beides. Oh, auf jeden Fall ist eins davon ein Krypto und zwar das Gummiesel. Ja, einmal Rasierblatt und Konfusion auf Voltilam. Einmal Rasierblatt müsste genügen, wenn es denn ein Typ Wasser-Pokémon ist. Boah, ich kann die ganzen Pokémon nicht mehr auswendig. Die erste Generation kann ich auch heute noch komplett auswendig. Wirklich. Aber die ganzen neuen von Gold und Silber angefangen, ey. Das ist so krass, weil halt immer eine neue Version rauskommt. Die kann man sich gar nicht alle so merken. Wenn das einer kann, meine Hochachtung. Ich weiß noch nicht mal die Gesamtanzahl an neuen Pokémon. Ich hab heute noch immer so den Pokémon-Song im Kopf. Und 150 Pokémon, ja, jetzt ist es soweit. Ich will Pokémon-Meister sein, das ist mein Traum oder so. Es war halt noch der erste
Pokémon-Rap, ja? Von der ersten Pokémon-Staffel, ey, ich hab die CD gesuchtet damals. Ja, sowas kennt man noch, oder? Es wird Zeit, auf dem Weg nach Britannia City. So, bevor ich mich jetzt hier in Lila versingen und ihr alle abschaltet, höre ich besser auf damit. Ja, aber ey, ich hab ja hier noch, oh Gott, keine Ahnung, muss man sich mal alle bei eBay nochmal holen. So eine CDs gehen auch mal kaputt, ne, aber, wenn man so bei Online-Stores guckt, da gibt nicht so viel eigentlich, ganz ehrlich. Ich frag mich gerade die ganze Zeit, warum ich eigentlich auf den Reflektor so verzichte, aber ich brauche ihn anscheinend gar nicht. Sehr merkwürdig und skurril. So, Tuska ist weg. Tschüss, Tuska. Ja, was habe ich noch gehabt damals? Die Johto-Reisen, die Songs. Höhen. Ja, es sind schon, also Pokémon, muss ich ganz ehrlich sagen, sind von Anime-Songs echt, finde ich, immer so die geilsten. Neben Digimon. Oh yeah. So, jetzt setze ich Watti ein. Okay, ruhig bleiben, wie Gamer, dann schaffst du es auch. Eine Donnerschock-Attacke. Und einmal fangen. Weil ich glaube, dass es jetzt nicht klappt, deswegen setze ich einen Superball ein. Aber ich glaube, dass es... ich weiß nicht. Nee. Doch, hat geklappt. Okay. Super. Duminsel wurde am PC übertragen. Hervorragend, Leute. Jetzt hat Natura ein Problem. Warum? Musst du dich umziehen gehen, oder was? Was? Ich hätte gegen so einen starken Kämpfer siegen sollen. Das kann ja wohl ein Witz, nur ein Witz sein. Nein, es ist nicht, denn ich habe nicht gelacht. Okay. Eine Pokémon-Maschine, also zum Heilen. Speichern brauche ich jetzt gerade noch nicht. Das mache ich ja eben mal erst, wenn ich die Aufnahme geprüft habe. Das heißt... Wir gehen jetzt hier lang. Da können wir nicht lang. Das heißt, wir müssen hochgehen. Manni, geh mal, du bist so schlau. Am heutigen Tag wieder. Hier sind Steine, die können wir nicht bewegen. Da ist ein... Okay, da können wir auch nicht lang. Das heißt, wir können nur ihm hier begegnen. Grant ist am Ende. Die Ära von Dr. Queen hat begonnen. Wenn du meinst, Kumpel... Ey, Skater, kannst du mir ein paar coole Tricks zeigen? Aber wenn du ein Skater bist, warum fällst du dann nicht aufs Maul mit deinen Skates und bleibst nur auf der Stelle stehen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal. Verdammt, was ist heute wieder mit mir los? Ganz komisch. So, was haben wir denn da? Fliegen auf Floturzel und einmal Body Slam auf Floturzel. Sollte sich gut auskommen, da es ja eine Flugattacke ist, fliegen. Wobei der Body Slam von meinem Newton Lorblatt schon gereicht hat. Ich bin begeistert. Sehr schön. Attacke von Lombrero ging daneben. Das heißt, noch ein Body Slam und fliegen jetzt. Komm schon, Noctu. Badam. Das ist sehr effektiv. Das ist toll. Ich mag effektive Attacken. Oh! Aber der Body Slam war es jetzt nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das gibt's. Hä? Was? TF? Einmal Kryptoschlag und einmal Body Slam. Warum war die Attacke nicht effektiv, Leute? Ich hab. Hä? IKP oder so wahrscheinlich. Hat er Glück gehabt, der Lurch. Egal. Tschüss. So leicht gewinnt man. Meine Pokémon, du. Was denn, sehe ich toll aus? Sag's mir. Von dir will ich das aber gar nicht wissen. Ich fürchte, Dr. Queen kann abtreten. Weil du das schon bist, oder was?
Oh Mann. Wie feige. Was? Ah. Ich werde mich bei Dr. Queen beliebt machen und dann beginnt die große Karriere. Die große Karriere? Was denn, als Speichellecker oder was? Ich bin heute wieder so böse im Kommentieren. Boah, ist das fies. Wablu und Blutwurzel. Kenn ich den nicht schon? Hä? Haben wir den nicht schon gehabt? Nee, doch nicht. Okay. Wablu. Oh, Wablu können wir fangen. Dann setze ich einmal Fliegen auf Loturzel ein. Und ein Rasierblatt. Halt wieder so das Übliche. Wobei Wablu kann auch Windattacken, wenn es clever ist. Und dann hat es mich mal eben. So, es war nicht sehr effektiv. Das heißt, ich sollte mich auf meinen Body Slam verlassen. So halt auch nicht. Tschüss. Mann, geh doch weg. Ich hab doch Tschüss gesagt. So, Flutwurzel. Und badam. Down. Ich hab's doch richtig gewusst. Sehr schön, E-Gamer. Kennst du doch wenigstens ein bisschen aus mit Pokémon. Tunnel. Das ist ein Gestein-Pokémon, da wirkt mein Rasierblatt, was ich jetzt lieber eingesetzt hätte. Mann, kann man sowas nicht vorausahnen? So Pokémon Magic. Ich kann alles voraussehen, ich weiß, du wirst in deinem nächsten Leben ein Nidoran sein. Hey, Gamer, dein Niveau ist so tief gerade gesunken, aber naja. Okay, jetzt müssen wir Kryptoschlag auf Tunnel machen und ein Body Slam auf Wablu. Na! Nein! Was ein Mist! Okay, das war gut. Das lasse ich auch so. Wenn ich ehrlich bin. Konntest ruhig Gesang machen, das war nicht sehr clever von dir. Also da ich das irgendwie nicht down bekomme, das Tunnel, werde ich wechseln, und zwar zu meinem lieben Siana. Und werde es halt mit Konfusion lieber angreifen. Und ich denke mir, ein Rasierblatt können wir noch machen. Ich hoffe, dass es jetzt kein Volltreffer wird. Ich hoffe es nicht. Ja, sehr schön. Ist nicht sehr effektiv. Und Tunnel auch nicht. Gut, aber so kann ich Wablu wenigstens immer noch ein Stück weit was abziehen, bevor ich es fange. Ich will es aber auch nicht übertreiben, ehrlich gesagt. So, Psyana, kümmerst dich bitte mal um Tunnel. Und ich fange mir jetzt schon mal einmal das liebe Wablu. Ich denke mir, es könnte klappen. Ich denke es mir. Wenn mich meine Intuition jetzt nicht täuscht. Na? Haben wir Glück? Haben wir. Alles perfekt. Alles super. Alles klar. Lombrero. Okay. Ist mir egal. Wir haben das, was wir wollten, und jetzt können wir euch kaputt kloppen. Nein! Was? Was? Nicht sehr effektiv? Warum wurde es paralysiert? Hä? Okay, machen wir mal Sternschauer. Und Body Slam. Mist. Sternschauer, komm schon. Ein Volltreffer, das trifft nämlich beide auch. War auch nicht sehr effektiv. Ey, was geht mit dem Tunnel ab? Schaut euch das mal an. Das Teil ist wahrscheinlich so groß wie ein Arm, wie ein Unterarm, und kämpft aber wie so ein Lugia oder so. Ist klar. Krass. So, dann nochmal. Sternschauer und Body Slam.
Wir wollen dich doch kaputt kloppen. Klopf kaputt hier jetzt, los. Ey, Mann. Sorry, mein Blut kocht gerade ein bisschen, ja? Also, Mann, was ist denn los? Komm mal klar. Ehrlich jetzt. Boah, nee. Megasauger. Macht mir zwar nichts, aber... Mann, geh doch down. Ja, ist paralysiert. Toll. Du kannst ja einen drauf, ne? Nein. So. Body Slam auf Lombrero. Weil jetzt dürfte es mit dem Sternschauer kaputt gekloppt sein. So. Nein. Komm, komm, komm. Gut. Boah, nee, ey. So, mein liebes Tiana ist Level 31. Sehr schön. Er hat noch immer keine neue Attacke, aber macht mir nichts. Hauptsache, es steigt. Es steigt rapide an. Und Lombrero ist paralysiert, aber setzt trotzdem Erstauner ein. Das ist auch noch sehr effektiv. Toll. Also, wir machen einmal hier eine Konfusionsattacke und ein Rasierblatt. Und das war's dann. Tschüss. Tschüss, Lombrero. Yeah. Jetzt kannst du in deinem Pokéball weiter tanzen mit deinem Lombrero. So. Sombrero, ne? So. Nein. Was wird aus meiner strahlenden Zukunft? Ja, unter der Brücke? Arbeitslos? Ihr habt meine Karriere ruiniert. Soll ich mein Problem, du Weichei? Muss halt kein Fiesling sein. So, sind wir jetzt hier richtig? Wartet mal, sind wir hier nicht raufgekommen? Ich glaube schon, ne? Dann gehe ich jetzt mal nach vorne. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Wie es dann hier allerdings weitergeht, meine lieben Freunde, das sehen wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Kolosseum. Ich bin euer Let's Play E-Gamer und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an diesem Part. Tschüss!